dass es nicht darauf ankommt, was einem passiert, sondern dass das zählt, was in einem vorgeht. Wir können nicht beeinflussen, was uns geschieht, aber wir können entscheiden, was in uns passiert. Wir können uns nicht immer aussuchen, wie andere uns begegnen, aber wir haben die Wahl, welche Haltung wir ihnen gegenüber haben. Warum? Weil unsere Einstellung unsere Entscheidung ist. Die Einstellung, die ich heute habe, habe ich mir ausgesucht. Die Haltung, die Sie gerade haben, ist eine Haltung, für die Sie sich entschieden haben. Eine Wahl. Wäre es nicht angenehmer, jemand anderem die Schuld für unsere Haltung zuzuschieben? Oh, es liegt an meinem Chef, meiner Arbeit, meiner Krankheit, meinem Partner. Wir alle würden gerne jemand anderem die Schuld für unsere Haltung zuschieben, wenn es keine gute ist. Aber ganz ehrlich, es ist eine persönliche Entscheidung. Dann eines Tages erkannte ich, dass mein Glück meine Verantwortung ist. Sie sagte, mir wurde bewusst, dass glücklich zu sein eine Entscheidung ist, die ich zu treffen habe. Andere Menschen können mich nicht glücklich machen. Andere Menschen können meine Haltung nicht ändern und aussuchen. Das ist meine Sache. Dass ihm schlechte Dinge widerfahren würden, dass er viele schlechte Tage haben würde und er verstand schnell, dass diese Dinge nicht seine Haltung bestimmen konnten. Diese Dinge konnten nicht über den Geist herrschen, der in ihm wohnte. Aber ich glaube, dass sie die Grundlage für Veränderungen ist, in ihrem und in meinem Leben. Wie man das Richtige tut, wenn die Dinge falsch laufen. Unsere natürliche Reaktion auf schwierige Zeiten ist, dass wir uns zurückziehen und in uns selbst verkriechen, um nachzudenken über unsere schlechte Situation und darüber, wie schwer alles ist. Sehen Sie, Träume empfängt man lange Zeit vor ihrer Verwirklichung. Nochmal, wenn Sie einen großen Traum haben, lohnt es sich, darauf zu warten. Ein großer Traum ist wie ein großes Flugzeug auf der Startbahn. Wenn Sie ein großes Flugzeug auf der Startbahn haben, einen großen Traum, dann dauert es lange, bis Sie genug Fahrt aufgenommen haben, um abzuheben. Verstehen Sie? Das geht nicht auf einer kurzen Startbahn. Man braucht eine lange Startbahn. Wenn Sie nur ein niedliches, kleines Flugzeugchen haben und ebenso ein kleines, niedliches Träumchen, dann kriegen Sie das schnell nach oben. Aber wenn Sie einen großen Traum haben, brauchen Sie die gesamte Startbahn. Es dauert lange, bis man abheben kann.